Du investierst in Kryptowährungen. Jetzt ist natürlich immer wieder die große Frage, naja, welche Kryptosteuersoftware soll ich denn eigentlich verwenden? Denn das große Problem ist, du hast vielleicht hin und her viel, sag ich mal, Bewegung gehabt, aber jetzt musst du das Ganze auch irgendwie nachvollziehen können. Und damit du das sauber nachvollziehen kannst, brauchst du an der Stelle eine gute Steuersoftware für Kryptowährungen. Auf was du dabei achten solltest und vor allem, welche Empfehlung wir dir auch mitgeben können, das erfährst du in diesem Video und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier von Steuern mit Kopf auf YouTube. Fangen wir mit den wichtigsten Vorteilen an. Also erstmal natürlich, was sind die Vorteile an einer Kryptosteuersoftware, die du einsetzen kannst? Also grundsätzlich Punkt Nummer 1, Zeitersparnis. Du sparst dir so enormst viel Zeit, die du nicht dafür aufwenden musst, jetzt irgendwie in Excel-Listen oder sonstiges hier oder sag ich mal auf Papier oder sag ich mal mit Brieftauben oder sonstiges hier das Ganze zusammenzurechnen. An der Stelle ist es wirklich so, dass man hier einen enormen Zeitersparnisfaktor hat, vor allem wenn dann auch die entsprechende Software am Ende sogar eine API-Schnittstelle hat. Denn das ist ein weiterer Punkt, wo man sagt, okay, hier können technische Vorteile ganz einfach vorhanden sein, die dann zum Beispiel auch eine gewisse Genauigkeit anbieten. Denn hier gibt es auch Tools, die lediglich einen CSV-Datei-Import anbieten, wo man sagt, ja, könnte vielleicht bei mehreren Börsen zum Problem werden, aber grundsätzlich ist es schon mal so, es ist genauer als gar nichts. Im besten Fall gibt es aber, wie gesagt, hier sogar Krypto-Tools mit einer entsprechenden API-Schnittstelle. Na, schon gewusst? Jetzt gibt es auch unsere Online-Kurse von Steuern mit Kopf. Zum Beispiel Kryptowährungen und Steuern. Schau gleich mal vorbei auf steuernmitkopf.de. Eine Software in der Form bietet dir auch eine gewisse Rechtssicherheit. Denn es ist ganz klar, dass diese Softwareanbieter natürlich nicht hier, sage ich mal, irgendwelche Regularien sich aus den Fingern saugen und die dann irgendwie anwenden, sondern sie werden sich im Normalfall hier auch an das BMF der letzten Jahre halten, wo dann einfach alle wichtigen Informationen mitgegeben worden sind. Und da ist es auch so, dass man ganz klar sagen kann, hey, hier hat man im Grunde die Möglichkeit, auch rechtssicher bis zu einem gewissen Grad natürlich die Daten aufzubereiten. Es gibt aber auch Nachteile. Nachteil ist ganz klar der Kostenfaktor. So eine Kryptosteuersoftware ist kostenpflichtig, denn es gibt meines Wissens keine ganz einfach kostenfreie Software in diesem Bereich. Zudem ist es auch oftmals ein Problem, durch die Vielzahl an Börsen, die manche Anbieter hier haben und durch den großen Funktionsumfang, kann es hier eigentlich manchmal sehr komplex werden. Das heißt, die Komplexität nimmt hier massiv zu, je umfangreicher die Software ist. Doch was ist natürlich auch noch so mit der Genauigkeit? Denn man muss auch natürlich ganz klar wissen, keine Software ist perfekt. Und am Ende kann es auch daran liegen, wie am Ende, sag ich mal, du damit arbeitest. Denn es ist, sag ich mal, auch so, der größte Fehler bei einer Software sitzt immer vor der Tastatur. Und da kann es dann doch mal passieren, dass du vielleicht Daten falsch einspielst, die Software alles richtig macht, aber ein komplett falsches Ergebnis rauskommt. Wie soll man jetzt aber die richtige Software finden? Also es gibt so 4 Punkte, wo ich ganz klar sagen muss, das sollte man machen. Das ist zum Beispiel Funktionen. Ich muss ganz klar sagen, eine Software, die nur 3-4 Börsen anbietet, ist im Großen und Ganzen nicht zu verwenden. Weil außer du sagst, hey, ich möchte eh bloß Buy and Hold auf einer machen, aber wenn du eh bloß Buy and Hold machst, dann kannst du es eh sparen. Punkt Nummer 2, die Kosten. Ganz klar, es gibt günstige, es gibt teure. Aber am Ende ist natürlich auch der Funktionsumfang entscheidend. Die Benutzerfreundlichkeit, auch hier Punkt Nummer 3 ganz klar, wo man sagt, hey, wenn hier eine Benutzerfreundlichkeit vorhanden ist, dann kann ich an der Stelle auch relativ schnell und einfach mich einarbeiten. Vielleicht ist es einfach bloß ein CSV-Drop-In mit entsprechender Börsenangabe und schon ist das Problem gelöst. Ebenso natürlich der Support, denn ganz wichtig ist es auch, wenn man Fragen hatte, dann sollte man diese auch beantwortet bekommen. Und da sehe ich es häufigerweise so, dass in manchen Softwareanbietern der Support eher nicht so gut ist. Man teilweise sehr lange warten muss oder bis man eine richtige Antwort bekommt, dauert es auch mal. Unsere Empfehlung ist an der Stelle immer Cointracking. Wir als Steuerkanzlei arbeiten ja auch schon seit, sag ich mal, Jahren denn mit dieser Software, sind damit sehr zufrieden, vor allem auch, sag ich mal, da hier der Funktionsumfang sehr umfangreich ist. Es gibt ja unendlich viele Börsen, die dort auch immer laufend neu angebunden werden. Und wenn du jetzt dich auch für Cointracking entscheiden willst, dann klick mal unten auf den Link zu Cointracking, da gibt es auch immer mal wieder Rabattaktionen. Ach übrigens, auf steuermitkopf.de findest du jetzt auch unsere Online-Kurse, den Link zur 1:1-Beratung und vieles mehr. Schau gleich mal vorbei, denn du weißt ja, Steuern spart, wer Steuern plant.